lieber Carsten Hempel, liebe Freunde. Neulich habe ich auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung einen Artikel entdeckt, der war überschrieben: Rassismus als Kontinuitätslinie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundeszentrale für politische Bildung erzählt die Geschichte der Einwanderung in unser Land als eine Geschichte von fremdenfeindlichen Deutschen, die die Einwanderer seit den 1970er Jahren unentwegt drangsalieren. Wir kennen das auch von den Altparteien und ihren Leitmedien. Begierig greift man Berichte auf von Deutschen, die Gewalt gegen Ausländer üben und die das beweisen sollen, was bewiesen werden soll. Jede Rangelei zwischen Deutschen und Ausländern wird eingesponnen in einen roten Faden, der bei der Diskriminierung der Gastarbeiter in der alten BRD beginnt, über die Ausschreitungen Anfang der 1990er Jahre in Rostock führt und beim sogenannten NSU endet. Die Geschichte der Einwanderung in unser Land ist nach offizieller Deutung eine Geschichte zunehmender Ausländerfeindlichkeit. Die Dominanz dieser Erzählung, die keine alternativen Erzählungen neben sich duldet, sorgt für ein Klima, in dem die Deutschen die Bösen sind, die erst noch ihre Unschuld beweisen müssen, während die Ausländer die Guten sind, deren Schuld erst noch bewiesen werden muss, vielleicht nicht immer im juristischen, aber im moralischen Sinn. Was man nicht sieht, weil man es nicht sehen will, das ist die Aggressivität der Einwanderer gegenüber uns Deutschen. Die andere Geschichte der Einwanderung, die sich zusammensetzt aus unzähligen Alltagserfahrungen, in denen Deutsche angepöbelt, bespuckt, als Kartoffeln verhöhnt, erpresst, geschlagen und in einigen Fällen auch totgeschlagen wurden. Jeder von uns kennt solche Geschichten aus Erzählungen oder er musste sie am eigenen Leib erfahren. Die Geschichte einer solchen Tat hat mich, lange bevor die AfD aufkam und lange bevor Markus Hempel totgeschlagen wurde, aus dem politischen Tiefschlaf geweckt. Es war der sogenannte Zementmord, der 2007 Schlagzeilen machte. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Ivan Schneider, Schüler eines Stuttgarter Gymnasiums, wurde von dem türkischstämmigen Schläger Deniz E. in einen Hinterhalt gelockt und mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt. Tatmotiv: die krankhafte Eifersucht des türkischstämmigen Schlägers. Seine Freundin hatte ihm fälschlicherweise erzählt, mit Ivan Schneider vor ihm ein Verhältnis gehabt zu haben. Der Täter hat die Leiche anschließend zerstückelt, in Blumenkübel einbetoniert und dann im Neckar versenkt. Daher die Bezeichnung Zementmord. Der Täter war zum Zeitpunkt 18 Jahre alt, also zwar volljährig. Da ihm aber ein Gutachten reife Verzögerungen bestätigt hatte, wurde er nach Jugendstrafe zu lächerlichen 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Gutachten freilich, das mit dem Zirkelschluss argumentiert hat, dass wer aus krankhafter Eifersucht jemanden zerstückelt und die Leichenteile einbetoniert, ja zwangsläufig reifeverzögert sein muss. Nach dieser Logik, in der das Verbrechen selbst die Reifeverzögerung belegt, müsste dann bis 21 jeder Verbrecher nach Jugendstrafe verurteilt werden, was viel zu oft ja auch genauso geschieht. Ich komme auf diesen Fall zu sprechen, weil er mich seitdem nicht mehr loslässt. Weil die lächerlichen 10 Jahre zwar nach Jugendstrafe die Höchststrafe sind, aber trotzdem meinen Gerechtigkeitssinn beleidigen. Und weil ich an den Fall Ivan Schneider denken musste, als ich davon erfuhr, wie Markus Hempel zu Tode kam. Der Syrer, der Markus Hempel totgeschlagen hat, und der Mörder, der Ivan Schneider ermordet hat, stehen beispielhaft für dasselbe Tatmuster und für denselben Tätertyp. Das sind Typen, die bei uns als Gäste aufgenommen wurden, die aber nicht dankbar sind, wie es Gäste sein sollten, sondern frech auf die Gastgeber herabsehen. Ohne Respekt gegenüber den Deutschen tanzen sie uns auf der Nase herum und verhöhnen jenen Staat, der sie als falsch eingestellter Sozialstaat zuvor maßlos verwöhnt hat. Der Syrer, der Markus Hempel totgeschlagen hat, war schon als Gewalttäter bekannt. Er hat schon vor Markus Hempel zugeschlagen, das Verfahren wurde aber wegen Notwehr eingestellt. Wenn ein Syrer auf Deutsche einschlägt, muss es ja Notwehr sein. Schließlich neigt der Deutsche als Deutscher zur Ausländerfeindlichkeit und wird den Syrer schon irgendwie provoziert haben.
Umgekehrt wurde 2009 ein Deutscher, der von einer Ausländerbande in der Münchner U-Bahn angegriffen wurde und der in Notwehr einen Angreifer mit seinem Messer verletzt hat, dafür zu 4 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Wenn also ein Deutscher Notwehr übt, dann ist es ein schändlicher, ausländerfeindlicher Angriff. Schließlich ist er Deutscher. Der Vater von Markus Hempel selbst wurde von der Polizei als Gefährder behandelt, er hat das uns ja erzählt, weil von ihm eine Gefahr für den Syrer ausgehen soll, der seinen Sohn totgeschlagen hat. Ich frage euch, ist eine perversere Täter-Opfer-Umkehr überhaupt nur denkbar? Wie tief muss ein Volk in Selbstverachtung versinken, damit es den Fremden, der schlägt und mordet, in Schutz nimmt und mit Gnade behandelt, während es die eigenen Leute, die sich damit nicht abfinden, zu Kriminellen erklärt? Genau diese Einstellung ist es, die dazu führt, dass junge Ausländer glauben, sich alles erlauben zu können. Den strengen Regeln ihrer Herkunftsländer entflohen, sehen sie mit Verachtung auf die Gastgeber herab, die ihnen keine Grenzen setzen, sondern sich in nationalem Masochismus eher selbst geiseln, bevor sie einem frechen Syrer oder Türken zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Was herauskommt, sind Täter, die grinsend im Gerichtssaal sitzen, weil sie wissen, dass ihnen keine schwere Strafe droht und weil der Gefängnisaufenthalt hierzulande verglichen mit dem Übernachtungsstandard in ihren Herkunftsländern wohl eher einem Ferienhotel gleichkommt. Liebe Freunde, wir gedenken Markus Hempel. Das ist uns ein menschliches Anliegen. Jeder Vater, der selbst Söhne großgezogen hat, schaudert, wenn er sich nur vorzustellen versucht, wie es wäre, seinem Sohn würde das geschehen, was Markus Hempel geschehen ist. Es ist uns aber auch ein politisches Anliegen, weil der Tod des Markus Hempel durch die Politik vermeidbar gewesen wäre. Und deshalb ist es richtig, dass wir heute mit dem gebotenen Ernst über die politischen Konsequenzen sprechen. Wäre der Syrer, der Markus Hempel totgeschlagen hat, schon nach der ersten Gewalttat einkassiert und in sein Syrien zurückgeschickt worden, wie es gut und richtig gewesen wäre, wäre Markus Hempel noch am Leben. Hätte dieser Syrer, der 2015 ohne Papiere nach Deutschland gewandert ist, gar nicht erst ohne Papiere nach Deutschland einwandern können, Markus Hempel wäre noch am Leben. Gäbe es nicht ein viel zu laxes Strafrecht und herrschte in unserem Land nicht jener Doppelstandard aus deutschen Feindlichkeit und Ausländerfreundlichkeit, der Syrer hätte es womöglich gar nicht erst gewagt, einen Streit vom Zaun zu brechen und Markus Hempel totzuschlagen. Es muss dieser Zustand aufhören, dass wir Deutschen in unserem Land von den Fremden angegriffen, verletzt und getötet werden und die Politik die Töter schützt und uns zur Duldung des Unrechts verdammt. Das Strafrecht muss verschärft, illegale Einwanderung muss unterbunden und kriminelle Ausländer müssen ohne Wenn und Aber dorthin zurückgeschickt werden, wo sie hergekommen sind. Ausländerfeindlichkeit ist ganz sicher keine erstrebenswerte Einstellung. Besser ist es, den Fremden freundlich gegenüberzutreten. Wenn die Fremden aber gegen diejenigen, die ihnen Aufnahme gewähren, feindlich sind, dann halte ich das für verwerflicher. Denn wir sind ihnen nicht zu Dank verpflichtet, sie uns aber sehr wohl. Wir lehnen jede Form krimineller Gewalt ab, ganz gleich, ob sie von Deutschen gegen Ausländern oder von Ausländern gegen Deutsche gerichtet ist. Aber ich meine doch, wenn Gäste, die dem Gastland zur Dankbarkeit verpflichtet wären, nichts Besseres zu tun haben, als die Gastgeber zu verspotten und anzugreifen, dann erhöht das die Verwerflichkeit der Tat. Eine deutschenfeindliche Motivation sollte deshalb bei Straftaten von Ausländern immer strafverschärfend berücksichtigt werden. Wir müssen aufhören, die Ausländerfeindlichkeit zum schwersten Verbrechen zu erklären, während die schwersten Verbrechen der Ausländer als verzeihliche Verfehlung gelten, an denen im Zweifel sogar die deutsche Mehrheitsgesellschaft schuld sein soll. Ich will den Tag erleben, und auch dafür engagiere ich mich in der Politik, dass in diesem Land, wie es normal wäre, eine Atmosphäre herrscht,
in der ein Totschläger wie der Totschläger von Markus Hempel für mindestens 10 Jahre hinter Gitter wandert und ein bestialischer Mörder wie der bestialische Mörder von Ivan Schneider nie wieder in seinem Leben das Licht der Freiheit erblickt. Markus Hempel wird davon nicht mehr lebendig. Aber wenn sein Tod nicht ganz sinnlos gewesen sein soll, dann soll er uns Ansporn sein, auf das notwendige Umdenken hinzuarbeiten und den notwendigen Bewusstseinswandel anzustoßen. Die Geschichte der Einwanderung in unser Land ist nämlich nicht die Geschichte der Ausländerfeindlichkeit der Deutschen. Es ist die Geschichte einer missbrauchten Gastfreundschaft und es ist die Geschichte eines Volkes, das das mit sich machen lässt. Vielen Dank.